Hallo, in dem Video lernst du, wie du in das UEFI kommst und wie du dort Secure Boot abschalten kannst. Also bleib dran, es geht gerade weiter. Methode Nummer 1 ist mit einer Tastenkombination, meist F2, oft auch F10 oder Escape, im Zweifel mal auf den Supportseiten des Herstellers nachschauen, in das UEFI zu gelangen. Und zwar muss man diese Taste beim Booten am besten mehrfach hintereinander drücken, damit das auch wirklich klappt. Das ist nicht immer so ganz trivial. Hier bei meinem Acer sollte es F2 sein. Und das Problem ist jetzt, beim Starten müssen wir das mehrmals drücken. Jetzt hat es sofort geklappt. Nicht immer ist das ideal, aber hier sind wir relativ einfach ins BIOS gekommen. Die zweite Möglichkeit, ins UEFI zu gelangen, ist via Windows. Dort gibt es eine Option, die mir einen erweiterten Start in das Windows RE, in diese Reparaturkonsole ermöglicht. Und von dort aus kann ich dann ebenfalls wieder ins UEFI booten. Wie das geht, wollte ich euch gerne abfilmen, habe aber gerade gemerkt, dass das nicht geht. Da spielen mir meine VMs einen Streich. Ich habe aber Screenshots, die zeige ich euch. Und die Screenshots findet ihr auch in einem Artikel, der dieses Video auch komplett erklärt. Den Artikel verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist es so, dass ihr unter Windows 10 Start, Einstellungen, Update und Sicherheit wählt, dann in die Rubrik Wiederherstellung geht und dann auf erweiterten Start auf Jetzt neu starten klickt. Unter Windows 11 ist es natürlich etwas anders. Dort geht ihr auf Start, Einstellungen, System, dann Wiederherstellung und in der Maske, die dann kommt, habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, jetzt neu starten zu wählen. Ich zeige euch das beide jetzt mal noch im direkten Abfilmen vom Bildschirm. Das ist qualitativ halt leider nicht so gut. Trotzdem könnt ihr, denke ich, dann auch sehen, wie das Ganze abzulaufen hat. So, ich bin hier unter Windows 10. Ich wähle Update und Sicherheit. Dann wähle ich Wiederherstellung und sage erweiterter Start, jetzt neu starten. Jetzt rebootet er und startet in die sogenannte Windows RE Recovery Konsole. Wie es von dort aus weitergeht, sehen wir dann gleich. Für das Video beschleunige ich den Vorgang ein klein wenig. So, wir haben es endlich geschafft. Das liegt daran, dass mein Rechner jetzt auch noch ein Update gemacht hat. Und ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann hier diverse Optionen auswählen, um den Rechner jetzt Fehler zu beheben. Ich kann aber hier aber auch auf Problembehandlung gehen, auf erweiterte Optionen, UEFI Firmware-Einstellungen, auf Neu starten. Und dann macht er Folgendes, er bootet einfach in die UEFI-Settings. Das Ganze jetzt auch nochmal unter Windows 11. Hier bin ich auch unter Einstellungen, gehe auf System. Dort gehe ich auf Wiederherstellung und gehe auf erweiterte Start und klicke auf Jetzt neu starten. Jetzt gibt es wieder einen Reboot und er sollte in die Windows RE-Konsole reingehen. Auch dies ganz klein wenig unterschiedlich. Ich gehe aber auch hier auf Problembehandlung, erweiterte Optionen, UEFI-Firmware-Einstellungen, klicke auf Neu starten und bin auch hier in meinem UEFI drin. Was jetzt hier so ein bisschen, weil es schon älter ist, wie ein normales BIOS aussieht. Wie ist das jetzt aber mit Secure Boot? Secure Boot ist ja eine Option, die quasi prüft, ob ein zertifiziertes Startmedium drin ist. Das sind nicht nur Windows-Medien, sondern es können auch Linux-Medien sein und nur diesem den Start erlauben. Manchmal ist es aber blöd, wenn das aktiviert ist, denn dann können wir bestimmte Experimente oder Tools eben nicht installieren. Auch ist es so, dass Microsoft angekündigt hat, ältere Zertifikate quasi zurückzuziehen, sodass ältere Installationsmedien nicht mehr funktionieren werden. Das ist aufgrund einer Sicherheitslücke, die aufgetreten ist im Zusammenhang mit mit einer Malware. Und wir schauen uns jetzt daher an, wie man die Secure Boot Option disabled. Was du aber wissen musst, diverse Betriebssysteme funktionieren nur mit enabledem Secure Boot. In der Regel findet man das hier unter Security. Bei Acer gibt es aber eine Besonderheit, hier ist Secure Boot Mode nicht anwählbar. Und jetzt ist Folgendes, ich muss wirklich ein Supervisor-Passwort setzen, damit ich dann unter Boot die Möglichkeit habe, Secure Boot zu disablen. Habe ich hier kein Supervisor-Passwort gesetzt? Ich hau das jetzt mal wieder raus, weil normalerweise schaffe ich mit meinen eigenen Rechnern ohne. Dann ist diese Option, das hier zu disablen, wieder weg. Wie gesagt, das ist Acer Besonderheit. Bei anderen UEFI-Einstellungen findet man das direkt unter Security. Hier in einem
Dell UEFI finde ich die Einstellung unter Secure Boot, Secure Boot Enabled. Hier auch immer die Hinweise beachten. Hier ein älteres Lenovo, was vom Look and Feel sehr wie ein BIOS, wie ein ursprüngliches BIOS herkommt. Und hier müssen wir mal schauen. Hier haben wir unter Security Secure Boot Disabled oder Enabled. Was aber, wenn wir irgendwie mit den Tastenkombinationen nicht reinkommen und Windows nicht mehr startet? Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, in die Recovery-Konsole zu kommen, indem man 2 bis 3 Mal den Windows-Start abbricht. Ich versuche, Windows normal starten zu lassen. Und sobald das Windows-Logo kommt, breche ich den Startvorgang ab, indem ich lang auf dem Ausschalter bleibe. So, das wiederhole ich jetzt wieder. Meistens 2 bis 3 Mal. Ich muss dann wirklich auf dem Ausschalter draufbleiben, bis quasi wirklich die Leuchte ausgeht. Und jetzt kommt automatische Reparatur wird vorbereitet. Jetzt lasse ich ihn laufen. Und jetzt komme ich in mein Windows RE, in meine Windows RE-Oberfläche, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Dauert immer eine Weile. So, und jetzt kann ich nämlich hier sagen, erweiterte Option. Und wie wir es vorhin gesehen haben, wir gehen hier auf Problembehandlung, erweiterte Option. Und ich kann hier direkt ins UEFI für mehr Einstellungen booten. Das solltest du aber wirklich nur machen, wenn dein Windows sowieso nicht mehr startet. Denn das kann unter Umständen für das System nicht ganz so gut sein, wenn man den Startvorgang so rapide abbricht. So, das waren jetzt die Optionen, wie man ins UEFI kommt, wie man auch in die Windows RE-Oberfläche kommt, haben wir nebenbei gelernt, das ist für manche Fehlerbehebungen sehr wichtig und wie man Secure Boot disablen kann. Ich freue mich über Likes und Kommentare, vergiss das Abo nicht und schau unbedingt das nächste Video an, ebenfalls sehr spannend. Wir sehen uns dort, mach's gut, bleib gesund, ciao.